Hallo. Die Vorstellungen darüber, wie man heutzutage ein Belted Plate faltet, weichen höchstwahrscheinlich von der Art, wie es früher gemacht wurde, ab. Denn ein Schotte wird wahrscheinlich nicht in seinem morastigen Hüttenumfeld oder in seinem unbefestigten Lehmboden in der Hütte seinen sauberen Stoff ausgebreitet haben, um dann in aller Ruhe irgendwelche Falten zu legen. Vielmehr gehen heutzutage Fachleute davon aus, dass auch früher schon Schlaufen innerhalb des Plates gang und gäbe waren, mit denen man mit einem einfachen Strick die Falten ratzfatz raffen konnte, wenn man morgens aufgestanden ist. Das Belted Plate wurde erst Ende des 16. Jahrhunderts erstmals beschrieben. Aber schon 250 Jahre später kam es aus der Mode. Man trug mehr und mehr den viel bequemeren kleinen Kilt. Nun zeige ich euch aber, wie man heutzutage in seinem Wohnzimmer bequem den Belted Plate anlegen kann, wie er vom späten 16. bis zum späten 18. Jahrhundert getragen wurde. Hierfür braucht ihr etwa 4 bis 5,5 Meter Stoff. Mein Plate ist etwa 5,5 Meter lang, was schon reichlich Stoff ist, wie ihr gleich sehen werdet. Um zum Anlegen nicht gleich einen Festsaal mieten zu müssen, könnt ihr den Stoff erstmal zusammenschieben, um ihn dann anschließend in Falten zu legen. Jetzt messt ihr zunächst von der Seite etwa eine Elle ab. Das ist nachher der untere Umschlag. Bei der Karogröße, die ihr hier seht, könnt ihr jedes zweite Karo nehmen und sauber rüberfalten. Die nächste Falte sollte mit der Kante etwa 2 cm vor der vorigen Kante aufhören. Katze hat es sich schon mal bequem gemacht und beobachtet das Ganze interessiert. Unabhängig von der Plate-Länge legt ihr den Stoff so lange in Falten, bis am Ende nur noch eine Elle überbleibt. Das ist dann der vordere Umschlag. Legt ihr den Stoff in dieser Art, dann kann man auch auf der Rückseite die einzelnen Streifen sehr gut sehen. Ist eigentlich mehr eine militärische Tragweise, nennt sich dann Pleated to the Stripe. Aber mir gefällt sie. Anschließend wird von der unteren Stoffkante aus der Abstand vom Knie bis zur Hüfte abgemessen. Das ist ungefähr eine Elle und eine Handbreit. Dann wird der Gürtel untergeschoben. Praktischerweise schiebt man ihn natürlich mit dem Faltenlauf unter, damit er nicht in jeder Falte hängen bleibt. Der Gürtel wird so weit eingeschoben, bis er mittig unter dem gefalteten Teil liegt. Anschließend wird das ganze Gekröse besetzt. Und zwar in der Art, dass etwa ein Drittel des Oberschenkels über den Rand hinwegragt. Wenn ihr euch jetzt nämlich über den Poppes wälzt, dann seht ihr, dass sich die Knie nach oben schieben. Dann fangt ihr mit dem rechten Überschlag an. Ein Kilt ist dann lang genug, wenn er beim Knien gerade über dem Boden endet. Auch der linke Überschlag wird jetzt sauber rübergelegt. Dann könnt ihr euch das erste Mal zusammenbinden. Wenn ihr dann aufsteht, schüttelt ihr das ganze Zeug einfach gerade runter. Der vordere Überschlag wird jetzt etwas nach außen eingedreht. Anschließend wird er rings um den Körper hinter den Gürtel gesteckt. Vorne entsteht dadurch eine Schlaufe. Nun folgt die rechte Seite. Auch dieser wird nach außen eingedreht und dann hinter den Gürtel gesteckt. Die Schlaufen sind nachher für die Tragweise mit Schärpe wichtig. So sieht das ganze Moped von hinten aus. Da kann man schon fast mit loslaufen. Schlägt man nun den hinteren Teil über die Schultern, entsteht ein Cape. Und jetzt sieht man auch, dass der Kilt nicht einfach mit irgendeinem Rock zu verwechseln ist. Denn der Kilt stammt von einem Umhang ab, der in Hüfthöhe gegürtet wurde. Erst viel später hat man aus Bequemlichkeit den oberen Teil abgetrennt und im unteren die Falten festgenäht.
Ausgehend von dieser Tragweise kann man sich gleich die nächste bauen. Und zwar nimmt man hierfür das gemittelte hintere Teil, zieht den einen Zipfel vorne, den anderen hinten über die linke Schulter. Vorne werden die beiden Enden verknüpft. Hat man sich das Ganze etwas sortiert, kann das so schon ganz schick aussehen. Ich trage den oberen Teil ganz gerne als diagonal gebundene Schärpe. Hierzu zieht man den vorderen rechten Teil über die linke Schulter und den hinteren Teil einfach hoch. Verbunden werden die beiden Teile entweder durch eine Brosche, eine schöne Fibel oder die einfache Methode, die ich hier verwende, einen einfachen Riemen. Ihr merkt schon, so ein Kilt anzuziehen dauert etwas länger, als sich einfach eine Jeans überzustreifen. Die Katze ist über diese ganze Aktion schon zusammengebrochen. Ich denke mir, dass die meist sehr armen Bauern, die sich noch nicht mal vernünftige Schuhe leisten konnten, sich keine teuren Schmuckstücke an eine Kutte gehängt haben. Tinnef kaufen, wenn das Notwendigste fehlt, ist eher so ein Frauending. Trägt man das Plaid in dieser Art mit Schärpe, hat man jetzt vorne zwei Taschen. Da passt alles rein, was der Highlander so braucht. Portemonnaie, Handy, das Bütterchen. Und hinten hat man noch eine Stofffalte, wo ein erlichtes Karnickel reinpassen würde. Die eingedrehte Wulst dient jetzt quasi als Sicherung. Hier noch eine Tragweise für ganz beschissenes Highland-Wetter. Dazu nimmt man die beiden Zipfel vorne und verknotet sie sorgfältig. Der hintere Teil wird nun gemittelt bis über den Dötz gezogen. Anschließend taucht man einfach unter dem vorderen Knoten hindurch. Dadurch ist das Cape an den Schultern fixiert und man hat sogar eine Kapuze, die man sich auf- und absetzen kann. Durch diese Tragweise hat man jetzt auf der Vorderseite mindestens 4 Lagen Stoff, die einen vor der steifen Brise in den Highlands schützen.